Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich darf Sie wieder begrüßen zu einer Hintergrunddiskussion der Wittgenstein-Initiative. Wir haben ja mitten in der Corona-Krise begonnen mit solchen Gesprächen, mit diesen Videodiskussionen. Einerseits, weil man ja nicht wirklich reell zusammentreffen konnte. Andererseits wollen wir dieses Format aber auch in Zukunft beibehalten, weil es doch internationale Verständigung, internationale Kommunikation sehr leicht möglich macht. Wir wollen uns heute mit dem Thema die österreichische Identität beschäftigen. Ich darf unsere Gäste vorstellen. Ich in alphabetischer Reihenfolge beginne mit Frau Dr. Marie-Therese Arnbohm. Die ist Historikerin, Autorin, Ausstellungskuratorin, Kulturmanagerin. Dann Herr Dr. Stephen Beller, ein angloamerikanischer Historiker, der in Washington lebt zurzeit und der bekannt ist in Österreich durch sehr viele Publikationen zur österreichischen Geschichte, besonders des 19. Jahrhunderts, des beginnenden 20. Jahrhunderts und zur Geschichte der Juden in Österreich. Dann Herr Botschafter Magister Dr. Emil Brix, Historiker und Anglist, Direktor der Diplomatischen Akademie Wien und Autor zahlreicher Bücher, vor allem zum Bereich der Geschichte Mitteleuropas, Wien um 1900. Dann Herr Diplom-Ingenieur Georg Gaugusch. Er ist Unternehmer, Chemiker und Genealoge. Wahrscheinlich einer der bekanntesten österreichischen Genealogen, hat ein großes dreibändiges Werk zur zweiten Wiener Gesellschaft, dessen dritter Band erst im nächsten Jahr erscheinen wird, in Arbeit. Und last but not least, Herr Universitätsprofessor Dr. Ellen Janik, langjähriger Professor für Philosophie an den Universitäten Innsbruck und Wien. Meine Damen und Herren, nationale Identität definiert sich als völlige Übereinstimmung von Staatsvolk und Staat. Das ist natürlich ein Idealbild. Die historische Entwicklung Österreichs, eines Österreichbewusstseins und einer österreichischen Identität ist gekennzeichnet von zahlreichen Brüchen und Erschütterungen. Der österreichische Historiker Ernst Brug Müller unterscheidet unterschiedliche Phasen in der Herausbildung eines Österreichbewusstseins. Einerseits die Identität während der Zeit der Habsburger Monarchie, dann die Zeit der Ersten Republik, dann die Zeit der deutschen Okkupation, die Zeit des Nationalsozialismus. Und dann, wie viele andere das nicht tun, unterscheidet er zwischen den unmittelbaren Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg und der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Demzufolge dürfte es auch hier wieder innerhalb der letzten 3, 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, der ersten 3, 4 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges, auch wieder bestimmte Brüche gegeben haben, die eine Änderung in der Haltung der Österreicher zu ihrem Staat bzw. der österreichischen Identität aufzeigen. Waren und inwieweit waren diese Brüche und Erschütterungen maßgeblich für die Entwicklung eines eigenständigen Österreichbewusstseins und für eine österreichische Identität? Ich darf vielleicht mit Frau Dr. Arbon beginnen. Schauen. Ja. Ja, ich freue mich, dass ich hier starten darf, weil ich einerseits die Schülerin von Ernst Brug Müller bin. Also ich habe sowohl bei ihm Diplomarbeit als auch Dissertation geschrieben. Andererseits habe ich auch sehr viele Lehrveranstaltungen bei Maurice Tschagi besucht, der Sie, Herr Dr. Brix, übrigens sehr herzlich grüßen lässt. Den habe ich nämlich gerade auf der Straße getroffen am Weg hierher. Danke. So kenne ich auch Herrn Dr. Brix schon sehr, sehr lange. Und es hat mich schon als Studentin dieses mitteleuropäische Denken unglaublich fasziniert. Und das ist auch das, was ich in meine Bücher und in meine eigentlich wissenschaftliche Arbeit immer einfließen lasse. Das Problem dieses Nationalismus, der alles kaputt gemacht hat, ist ja wirklich ein hausgemachtes mitteleuropäisches zuerst einmal gewesen. Es hat diesen Nationalismus nicht gegeben. Ich kann Ihnen ein gutes Beispiel aus meinem neuen Buch einfach jetzt erzählen.
Isidor Mautner, ein großer Textilfabrikant und Industrieller, hatte seine Unternehmungen in allen Kronländern. Wie das bei vielen, vielen Unternehmern so war. Der Erste Weltkrieg kam und plötzlich hatte er seine Unternehmungen nicht nur in verschiedenen Kronländern, sondern in verschiedenen Nationalstaaten. Und die Tschechen wollten ganz bewusst Wien schwächen und haben gesagt, er muss eine Firmenzentrale nach Prag verlegen, nicht nach Náchod, wo er eigentlich seine eigene Zentrale hatte. Sie wollten alles in Prag haben, inklusive auch des gesamten Firmenvermögens. Das heißt, Familien waren gezwungen zu optieren für bestimmte Nationalstaaten, was natürlich wirklich riesige Probleme mit sich gebracht hat. Und ich finde in der momentanen Situation, auch wenn man es nicht ganz vergleichen kann, wo plötzlich wieder Grenzen von einer Sekunde auf die andere geschlossen wurden und man nicht genau gewusst hat, wie das jetzt funktioniert, weil wir ja eigentlich gewöhnt sind, in einem größeren, übernationalen Raum zu agieren in verschiedenster Art und Weise, wie das ja in der Monarchie zum großen Teil auch möglich war. Da hat man einfach gespürt, was das auch wirtschaftlich und persönlich für eine Einschränkung bedeutet hat. Außerdem, gerade die jüdische Bevölkerung, mit der ich mich ja besonders stark beschäftige, hat sich ja diesen Nationalitäten in dem Sinne nicht zugehörig gefühlt. Die waren Österreicher. Und die waren wahrscheinlich die einzigen, die sich tatsächlich immer auch sehr stark als Österreicher empfunden haben, weil doch alle anderen ein bisschen mehr in ihren Nationalitäten drinnen gesteckt sind. Noch dazu, wo der Nationalismus immer gestärkt wurde, immer größer wurde, wo dann plötzlich in jedem Land Nationalopern geschrieben wurden und in Nationaltheatern auch aufgeführt wurden. Also das war ja ein Prozess, der eigentlich schon aus der Romantik, wenn man das so sagen kann, ja sehr stark immer stärker und größer wurde. Die jüdische Bevölkerung hat deswegen natürlich auch am meisten unter diesen Nationalitätenkämpfen gelitten, weil im Grunde haben sie sich als dieser übernationalen Monarchie zugehörig gefühlt und klarerweise haben sie natürlich sich, wenn sie in Wien waren, sich natürlich auch der deutschen Sprache verbunden gefühlt. Aber das war nie eine nationale Identität, sondern das war eine kulturelle Identität. Und ich glaube, da muss man eben den Unterschied ziehen. Ich glaube, ich stoppe jetzt einmal, es werden die anderen gerne auch wohl noch zu diesem Thema etwas sagen möchten. Aber ich möchte eben einfach nur darauf hinweisen, dass die jüdische Bevölkerung einen anderen Zugang hatte. Vielen Dank, Frau Lothar. Es wurde zuletzt die jüdische Bevölkerung angesprochen. Dr. Beller, Sie haben sehr viel darüber geschrieben. Darf ich Sie fragen? Österreichische Identität, Österreich-Bewusstsein an der Bruchlinie von der Monarchie zur Republik. Well, it's completely different. Before this discussion, I thought it would be interesting to reread Bill Ganz's speech about Austria, and it's interesting where Bill Ganz had both things going on there, right? Both the multinational imperial identity that was just described. But also the German identity of what he thought were real Austrians. And in the First Republic, he was someone like Vilgans was trying to kind of combine these two things. Of course, he doesn't mention Jews at all in his speech, not at all, because that isn't the definition of what Austria is, and they're kind of not there, because he's talking about Austrian bureaucrats and the Austrian army. So, but anyway, it's by the time you get to the Republic, of course, this German identity, kind of Germans who kind of nonetheless contributed to this large empire and were the engine that kept it going, et cetera, right? By the Second Republic, Austrians, for understandable reasons, decided they weren't even Germans, which is an interesting. So there are stages of, as it were, distancing, and then return certainly to a kind of more a national identity almost, until you get to the point where Austrians give up being Germans and then become Austrians, which is its own nationality, which I find fascinating. The other irony is that when Hofmannsthal asked Wildgans during the First World War to try and create a kind of a poem
to describe the kind of the combinations and the kind of the in each other and with each other of the various nationalities of Austria, you know, Germans and Slavs together in this wonderful big multinational Austria. Wilgens, who is the same person who wrote about the speech of the Austrian man, says no. In Austria, the Germans have to have predominance and priority. So I'm not going to go with you on that one, the Hoffmann style. So I find this. So I suppose there are three aspects to it: German identity, multinational imperial identity, and then this Jewish side to it. But also then ending up with this kind of purely Austrian national identity at the end, which is I find a fascinating kind of result. I think I'll stop there. But I don't know. Thank you. Herr Professor Janik, Sie sind ein echter Mitteleuropäer, Österreicher aus Amerika kommend, mit polnischen Vorfahren. Also wie man sich einen Mitteleuropäer eigentlich heute wirklich vorstellt. Darf ich Sie fragen, wie sehen Sie das? Es wurde viel von einem deutschen Verständnis seiner Identität gesprochen. Wie sehen Sie das? Wie hat sich Ihrer Meinung nach, aus der Sicht des Philosophen auch, österreichische Identität entwickelt? Ja, das sind so viele verschiedene Fragen in dieser Frage. Also beinhaltet. Ich weiß nicht, wo ich beginnen sollte. Vielleicht beginne ich am einfachsten mit meiner eigenen Familie. Es gab überhaupt so keine Spur von einer österreichischen Identität in meiner Familie. Ich habe nur Schlechtes von meiner Tante, die Erinnerungen an die Monarchie hatte. Sie war 14, als die Familie ausgewandert ist. Leider kann ich nicht so eine tolle Geschichte, die viele Dinge zusammenfassen, erzählen. Ja, die nationale Identität im streng politischen Sinne ist etwas, das auch Österreich gezwungen worden ist. So von den Deutschen zuerst, von den Alliierten, nach dem Ersten Weltkrieg, von den Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg. Was übrig bleibt, ist etwas, das so ab und zu nützlich ist. Ich meine, ich wohne wiederum im Westen. Und ich meine, das Österreich, wovon ihr redet, heute, meine ich, wenn ich mich nicht täusche, hört in Salzburg auf. Weiter westlich so ist wenig Sinn für eine österreichische Nation. Der Bundestag und die Rechnungen zu begleichen. Und nicht viel mehr. Und ich meine, wie ihr so hören und sehen könnten, meine so Stellungnahme zu diesem ganzen Thema ist eine sehr skeptische. Diese Frage kenne ich, solange ich den BRICS kenne. Wir diskutieren diese Frage jetzt, ich schätze, 35 Jahren, das ist mir wirklich täusche. Und das war meine intuitive Position damals und das bleibt mehr oder weniger. Österreichische Identität für wen? Was bedeutet es, eine österreichische Identität zu haben? Was wäre der Preis, so eine Identität nicht zu haben? So wäre mein Ansatz zu diesem Thema. Als Schluss hier würde ich sagen, österreichische Identität bedeutet so eine Menge verschiedenste Sachen. Kulturell, ethnisch, so
politisch gelegentlich so in eine, durch die Bank von mehreren Diskussionen kann man gelegentlich von einer österreichischen Identität reden. Aber diese Identität ist im Großen und Ganzen eine Identität vor dem Mühlen. Und man denkt dann an Grillparzer zum Beispiel. So, das, wir haben diese, so, dieses Blatt ist uns gekommen wie ein Kartenspiel. Wir müssen das ausspielen so gut wie möglich. Der österreichische Stoizismus. Und ich sehe, dass jemand, nämlich Dr. Briggs. Danke, Herr Professor. Herr Botschafter Briggs, Sie haben mehrmals zustimmend genickt. Darf ich Sie bitten, uns zu erklären? Entwicklung der österreichischen Identität, wie sehen Sie das? Na, vielleicht fange ich mit der Gegenwart an. In Österreich diskutiert niemand mehr über die österreichische Identität. Wir gehören zu einer ausgestorbenen Kategorie, die wir hier sind. Und gleichzeitig gibt es einen hohen österreichischen Nationalstolz. Und das ist meines Erachtens kein Widerspruch, sondern das zeigt, dass wir das, was Stephen Beller gesagt hat, diese Phasen im 20. Jahrhundert irgendwie hinter uns gelassen haben. For better or for worse. Zuerst die Tatsache, dass es nicht mehr dieses Imperium gibt, dass die Habsburger nicht mehr ihre Eigentümer und ihre Titel behalten dürfen. Dann hat man auch das Deutsche weggenommen mit dem Zweiten Weltkrieg. Das einzige Problem danach, und da würde ich sagen, das ist der einzige Grund, warum ich heute bereit bin, über österreichische Identität überhaupt zu sprechen, ist das, was nach dem Zweiten Weltkrieg den Friedrich Heer dazu gebracht hat, darüber zu sprechen, über den Kampf um die österreichische Identität, nämlich der Kampf gegen die Verprovinzialisierung des Geistes in Österreich. Und ich glaube, das ist ein Grund, warum es sich lohnt, über österreichische Identität zu sprechen, weil ansonsten stimme ich allen anderen zu, die sagen, wir hätten die Möglichkeit, über Wien im 1900, über das Judentum zu sprechen. Wir hätten die Möglichkeit, über die Gegensätze zwischen der Deutschorientierung romantischer Art und der Tatsache zu sprechen, dass eigentlich niemand mehr Schiller und Goethe sich auf der Ringstraße in Österreich ansieht, wenn er mit der Straßenbahn vorbeifährt. Aber wir tun es nicht. Also ich plädiere schon dafür, wieder über Identität zu sprechen, aber gleichzeitig zu sagen, es ist schon irgendwie sehr österreichisch. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, hat der Wittgenstein ja das auch zur Antwort gegeben, als er gefragt wurde um das Österreichische, dass das Österreichische nicht im Wahrscheinlichen liegt. Es liegt offenbar eher in dem, was man nicht so klar und genau beschreiben kann. Und wenn man dann fragt, warum interessiere ich mich trotzdem für dieses Thema, so sind es für mich zumindest zwei Gründe, die ich für berechtigt halte. Der eine Grund ist, dass die ganze Diskussion darüber, warum wir eigentlich die Habsburger nicht mehr haben wollen in unserer eigenen Geschichte, in unserer eigenen Community, und die Frage, warum wir unsere mitteleuropäischen Verbindungen kaum diskutieren, mich dazu gebracht hat, darüber nachzudenken, dass es eigentlich beides bürgerlich-liberale Konzepte der Moderne waren. Und das ist schon ganz erstaunlich, weil bürgerlich-liberale Konzepte der Moderne sind im 20. Jahrhundert nicht überall oder nicht sehr viel diskutiert werden. Deswegen interessiere ich mich dafür. Und das Zweite ist auch ein merkwürdiger Grund, der ist jetzt noch nicht gefallen. Identität, nationale Identität, hat ja mit der Frage zu tun, wie entsteht das überhaupt zwischen unterschiedlichen Gruppen. Ellen Janik hat zu Recht gesagt, westlich vom Adnan Buchheim fast, interessiert sich niemand mehr für die österreichische Identität. Und das hat wohl damit zu tun, dass die Frage der Veränderung im Westen Österreichs viel geringer ist als im Osten Österreichs. Wenn ich mir ansehe, wie der Stolz auf eine Gemeinschaft in Österreich verteilt ist, so sind die meisten stolz, Tiroler, Steirer, Vorarlberger, Salzburger zu sein. Aber was machen die armen Niederösterreicher?
die versuchen jetzt mit sehr viel Aufwand, sich selber einen Nationalstolz oder einen Regionalstolz einzureden. Die Oberösterreicher, auch schwierig. Also wir haben da im Osten Österreich, die Burgenländer überhaupt, sagen, wie sollen die sagen, hier wirklich wissen, welche Identität sie sich aufbauen. Also wir haben da wirklich ein getrenntes Österreich. Und es gab ja nach dem Ersten Weltkrieg viele Schriftsteller, die das auch beschrieben haben. Und ich denke, der entscheidende Punkt ist, und da sind wir bei der heutigen Politik in Österreich, dass es nicht ganz einfach ist, zu akzeptieren, dass wir im Grunde in Wien zum Beispiel mehr als 50% nicht deutschsprachig, muttersprachliche Schulkinder haben, aber trotzdem niemand über die Konsequenzen für die österreichische Identität spricht. Niemand. Was wir sprechen ist, dass wir sie integrieren müssen. Aber was heißt das? In der Regel, da kommt wieder der Historiker durch, heißt das, dass wir das tun, was die Ungarn im 19. Jahrhundert nicht geschafft haben. Assimilieren. Also anpassen, einfach sie zu Magyaren zu machen. Und wir werden sehen, ob das uns in Wien gelingt, mit diesen mehr als 50%, sie alle zu Österreichern zu machen. Und das ist der Punkt, warum ich denke, da wird wieder eine neue Diskussion über die Identität erscheinen. Und ich habe in den letzten Wochen mehrmals bei diesen vielen Pressekonferenzen der Regierung zugehört. Da kam kein Wort über die österreichische Identität, aber es wurde kritisiert nach den ersten Pressekonferenzen, dass der Bundeskanzler und ich glaube auch der Innenminister immer von den Österreichern und Österreicherinnen gesprochen hat. Und dann haben sie reagiert auf diese Kritik in den Zeitungen und haben nur mehr gesprochen von Österreichern und Österreicherinnen und allen, die in Österreich leben. Also da gibt es schon offenbar eine Notwendigkeit, irgendwie doch über die österreichische Identität zu sprechen. Und daher denke ich, so ganz umsonst ist es nicht, wenn wir uns auch Gedanken darüber machen. Und im Übrigen bin ich dafür, dass unsere Helden nicht nur Skifahrer und andere Sportler sind und auch selbst dann nicht Musiker, wenn sie den Eurovision Song Contest gewonnen haben. Herr Botschafter Briggs, zur Ehrenrettung der Nieder- und Oberösterreicher, was die österreichische Identität angeht, darf ich als Niederösterreicher sagen, das Gebiet ob und unter der Enz, das Gebiet um Steyr und die karantanische Marke an der mittleren Mur waren die österreichischen Kernlande. Diese beiden Länder oder drei, wenn man will, haben es gar nicht notwendig, sich um ein Österreich-Bewusstsein zu kümmern. Das war immer im Laufe der Geschichte da. Jetzt scherzhalber. Herr Diplom-Schlag August. Dr. Heingott, Dr. Hongarten, darf ich da auch nur zur Antwort geben, was machen wir dann mit den Speckgürtel rund um Wien? Gehören die auch zu diesen Kernlanden oder gehören das doch eher zu Wien? Und wie gehen wir damit um, dass kaum ein österreichisches Schulkind weiß, wo die Osterrichi-Urkunde denn derzeit liegt? Aber das ist natürlich problematisch, wobei man auch sagen muss, Wien ist immer eine niederösterreichische Stadt gewesen. Herr Diplom-Ingenieur Gaugusch, für die österreichische Sprachwissenschaftlerin Ruth Wodak ist der Begriff der Identität gekennzeichnet durch das, was Herr Botschafter Briggs vorhin gesagt hat, durch eine Schwammigkeit, durch eine hohe Komplexität und eine Vielschichtigkeit. Die Sprache allein als Nationsbegründung, wie zum Beispiel in Frankreich, in Spanien, die Sprache als Nationsbegründung ist ungenügend. Was sind aber jetzt die entscheidenden Faktoren für die Entwicklung einer staatlichen Identität? Und welche waren es für die Entwicklung der österreichischen Identität? So, jetzt hört man mich. Also zuerst einmal, ich muss, glaube ich, auf ein paar Dinge da eingehen, die jetzt schon gesagt worden sind, weil mir da ein paar Gedanken gekommen sind. Das erste Mal ist der Gedanke, die Habsburger und das bürgerlich-liberale, also da könnte man höchstens sagen, dass die Habsburger sind weder bürgerlich noch liberal. Dass die Bürgerlichen und die Liberalen sind ihnen bestenfalls passiert und sie haben sie halt nicht umgebracht. So viel dazu. Das mit Amstetten, das ist schon ganz richtig, wobei diese österreichische Identität ja im 20. Jahrhundert dahingehend einen Wandel durchgenommen hat, dass das Elblertum ja eine unglaubliche Bedeutung gewonnen hat. Wir verbringen ja immer unseren Sommer im Salzkammergut und ich finde es hochgradig absurd, wenn Städter oder Leute, die also urban leben, im Sommer in das Alpenland fahren oder an den See oder irgendwas und sich dort gebären, als wären sie die Elbler vom Dienst, also ihre Lederhosen auspacken und dort herumrennen und sich also eigentlich verkleiden
um dann wieder, wenn sie zurückfahren, wieder also ein normales Gewand anzuziehen. Und ich finde das immer so bemerkenswert, dass dieses Elbertum so überhöht wurde dann seit den 20er Jahren, weil bis zu den 20er Jahren hätte jeder Mensch gesagt, naja, die sind vom Jodmangel alle kropfig, wahrscheinlich sehr viele behinderte Kinder auch wegen des Jodmangels und insgesamt wurde die Gegend als nicht besonders fortschrittlich, sondern das waren die rückständigsten Gegenden der Monarchie. Also wenn immer ein Textilindustrieller den Markt, den österreichischen Markt beschrieben hat, hat er immer gesagt, naja, für die Alpenländer, da brauchen wir halt nochmal ganz eigene Sachen, ganz eigene Vertreter und das ist überhaupt so. Und plötzlich wurde der Bereich, der eigentlich von der Monarchie als der rückständigste aufgefasst wurde, zum Nation Building, also die Alpenrepublik. Ich bin Wiener, ich habe mit den Alpen nichts zu tun, mir reicht persönlich der Schneeberg, wenn ich bis zum, mir ist an sich schon der Anhänger unheimlich, also es ist alles eine Konstruktion. Womit wir eigentlich zu dem Punkt kommen, was man vielleicht auch sagen muss, die Frage nach der Nationalität ist ja immer nur eine, die sich aufwirft, wenn sie gestellt wird. Wir sind ja hier bei Wittgenstein, also wir müssen uns ja die Frage stellen, existiert eine Frage überhaupt, wenn sie nicht gestellt wird? Und die Frage nach einer Identität ist immer etwas, was eigentlich jemanden zwingt, irgendeine Position zu beziehen, die er vielleicht gar nicht beziehen möchte, weil sie ihn eigentlich nicht interessiert. Also wenn ich jetzt sage, das ist eben so dieses nationalistische Konzept, ich werde gezwungen, mich zu bestenfalls einer Identität zu bekennen. Und spätestens da leidet man in der Monarchie Schiffbruch. Weil was haben wir denn für ein Publikum vor uns in dem ganzen Raum? Na gut, also der Papa ist aus Krems. Aber die Mama ist aus Budapest, dort ist sie geboren und hat auch viel, weil sie hat ein ungarisches Kindermädchen, kann gut Ungarisch. Aber die Oma ist eigentlich aus Mähren und der Opa, naja, der kam aus Galizien, hat aber lang dann in Tirol gelebt, weil er geschäftigt hat. Was soll denn so ein Mensch sagen, was er für eine Identität oder für einen, also bei der nationalen Größe oder bei der Nationalität, was hat er für eine nationale Identität? Ja. Von allem ein bisschen was. Also das Nationale, diese nationale Identität ist etwas, was in dem ganzen Raum zwangsläufig nur dazu führen kann, dass man unglaubliches Leid auslöst, indem man die Leute zwingt, sich auf einen einzelnen Aspekt ihrer Persönlichkeit zu beschränken und alle anderen zu unterdrücken. Und das ist ja passiert, das ist ja im Grunde dann auch die Folgen des Zweiten Weltkriegs mit diesen riesigen Vertreibungswellen, indem man alle, die also da nicht irgendwie in die Schnittmenge gepasst haben, einfach rausgeschmissen, entweder umgebracht oder rausgeschmissen hat. Und diese Folgen, sie merkt man ja bis heute. Und das ist eben das, was der Botschafter Brix so schön gesagt hat, das ist eben diese, die Folgen von so etwas sind die totale Provinzialisierung, weil man ja im Nahen gar nichts mehr Buntes hat. Also ich sage eigentlich so, man kann das jetzt in Ungarn so schön beobachten, welche Folgen das hat, wenn man also eben die illiberale Demokratie ausruft und überhaupt erklärt, alles, was uns nicht in den Kram passt, ist weg. Es ist total provinziell. Also man kann in Ungarn heute aufs Land fahren, man trifft dort junge Leute, die kein Wort einer Fremdsprache können. Das ist schon mal die Garantie für dass da sich nichts entwickeln wird, weil was will denn der sehen und hören? Und dieses Leid, meiner Meinung nach, das dieses nationale Konzept ausgelöst hat, ist auch etwas, was sich über die Generationen vererbt. Also vielleicht kann man das auch so sagen, dieses Reduzieren auf ein bestimmtes blendet ja alles andere aus. Und da gibt es mehrere Lösungsansätze. Entweder man versinkt total da drinnen, also man wird dann quasi so der Renegat und übersteigert das. Also ich sage jetzt den Borodajkiewicz-Effekt, wenn man so will. Nicht, wenn ich Borodajkiewicz heiße und ich bin ein glühender deutscher Nationalist, erkennt ja schon der Laie, dass irgendwas nicht ganz zusammenpassen kann. Oder eben, dass man die Sache total ablehnt. Es ist meiner Meinung nach, also ich bin da ganz beim Professor Jennig, es ist die ganze Frage nach einer Identität wahrscheinlich, wirft sie mehr Fragen auf, als sie eigentlich löst. Dankeschön, Herr Diplomatin, Herr Gaugusch. Botschafter Brix hat doch angesprochen, diese Diskrepanz zwischen Staat, Nation, Ethnizität, Frau Dr. Arnbaum, darf ich Sie fragen, wie sehen Sie das? Von vielen wird diese Diskrepanz als Hemmschuh in der Entwicklung einer Nationsbildung beschrieben, von vielen jedoch als treibende Kraft bezeichnet.
wenn ich Gäste habe, egal woher, aus Berlin oder aus Rom, sind die immer ganz beeindruckt, wenn man mit denen in ein Kaffeehaus geht und man bestellt sich böhmische Talken, Schomler, Nockel oder Wachauer Marillenknödel. Diese Dinge, die heute noch in den Speisekarten der Wiener Kaffeehäuser sind, drücken auch ein bisschen das aus, was einmal gewesen ist, was alles einmal zusammengefügt war, ob es zusammengehört hat, ist eine andere Frage. Aber wie sehen Sie das? Ist diese Diskrepanz zwischen Staat, Nation und Ethnizität etwas, das einer Nationsbildung förderlich ist oder eher hinderlich ist? Ich glaube, das sind unglaublich verschiedene Ebenen, auf denen wir uns hier bewegen. Und ich glaube, das ist genau das Problem des ganzen Themas, weil eine Nationbildung auf politischer Ebene ist etwas vollkommen anderes und hat auch andere Grundvoraussetzungen. Wenn Sie auf das Kaffeehaus und all diese charmanten Relikte der Monarchie anspielen, würde ich sagen, hat das natürlich etwas sehr kulturell Nostalgisches vielleicht. Wir müssen hier nur die Wiener Sprache anschauen. In der Wiener Sprache finden sich natürlich auch unglaubliche Relikte all dieser Einflüsse, die es einmal in Wien gegeben hat. Das darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, das ist eine sehr gefühlsvolle, und zwar nicht österreichische, sondern sehr wienerische Identität. Und das führt ja wieder zu dem, was auch Herr Dr. Brix gesagt hat. Das Problem ist tatsächlich, ein Wiener sagt wahrscheinlich nicht, ich bin ein Österreicher in erster Linie. Wenn ich jetzt wo bin, sage ich vielleicht, ja, irgendwo in einem ganz woanders, sage ich vielleicht, ich komme aus Österreich, aber man sagt sehr schnell, man kommt aus Wien. Und ich glaube, das ist genau das Problem, über das wir diskutieren, auf welcher Ebene sprechen wir denn über Nation? Sprechen wir auf der Ebene der Politik, der Kultur, der Geschichte, der Tradition, des Essens? Ich weiß nicht, also das kann man jetzt noch immer weiter runterbrechen natürlich. Und das ist aber genau das Problem, warum das so schwierig ist, auch finde ich, in einen Guss zu bringen. Das kann man nämlich überhaupt nicht. Und das stimmt ganz genau. Wenn wir im Salzkammergut sind, da gibt es ganz andere Traditionen. Auch eben, wenn Sie das auf das Kulinarische sozusagen jetzt runterbrechen, da gibt es auch Marillenknödel klarerweise, aber da wird das schon mit den böhmischen Talken und so ein bisschen weniger werden. Also Wien ist natürlich schon nach wie vor ein spezieller Ort, wo einfach Folgen dieses Multinationalen, das es ja in Wien immer gegeben hat, das muss man dafür nicht vergessen, es gab ja auch tschechische Schulen. Das ist ja auch etwas, was in Wien, türkische Schulen gibt es jetzt in dem Sinne nicht. Es gibt ein islamisches Gymnasium, aber in dem wird natürlich Deutsch gesprochen. Aber es gibt eine schwedische Schule zum Beispiel, das wissen die wenigsten, wo man Schwedisch spricht. Also Schweden ist jetzt kein Teil der alten Monarchie natürlich. Aber das sind schon so Relikte, die es hier gibt. Und eine tschechische Schule oder auch andere Nationalitäten der Monarchie, die hatten natürlich selbstverständlich hier ihre eigene Kultur auch weiter bewahrt. Und das ist genau das, was natürlich auch mit diesen vielen nicht deutschsprachigen Schülern jetzt in Wien ist. Die haben diese Möglichkeiten ja eigentlich kaum. Wir wollen auch, dass alle Deutsch sprechen, was ja auch klar ist, weil man soll sich ja auch miteinander verständigen können. Aber diese kulturellen Identitäten, die während der Monarchie auch gefördert und auch bewusst da waren und nicht als störend oder als eben ausschließend empfunden wurden, damit gehen wir heute in einer vollkommen anderen Art und Weise um. Und ich glaube, dass man es wirklich, es kommt einfach auch darauf an, von welchem Gesichtspunkt wir jetzt dieses Thema oder Problem Nationalität überhaupt betrachten. Danke, Frau Dr. Ambohm, dass Sie darauf hinweisen, dass das Problem der Identität ein sehr vielschichtiges ist. Ich möchte hier Professor Janik fragen, wenn wir Österreich als Kulturnation sehen und von vielen wird Österreich als Kulturnation gesehen und es ist wirklich oft unübersehbar, dass Österreich auch international als Kulturnation wahrgenommen werden will. Leopold Figl hat in einer Rede vor dem Nationalrat Ende 1945 einmal gesagt, die große kulturelle Tradition des alten Österreichs betonend, Österreich ist ein kleiner Staat. Aber es will dieser großen Tradition, die vor allem eine Kulturnation war, treu bleiben. Kann kulturelle Identität maßgeblich sein für eine staatliche Identität? Ja, als erstes
Das Problem ist, dass es gibt keine kulturelle Identität, sondern kulturelle Identitäten. So, überall. Und hier möchte ich mich auf Paul Valéry beziehen. Identität ist, das, ist der Teil von mir, den ich nicht sehen kann. Identität ist am klarsten vom Feind definiert. Und ein großer Teil der Definition, der Streitereien um Identität ist so, wer bestimmt so, was für eine Identität so ich habe. Und so, wenn wir Valéry's Gedanke weitertreiben, so die Leute rundherum sehen definierende, was sie für definierende so, Eigenschaften in uns halten. Und wenn wir wissen, wer wir sind, es wird sehr wichtig, sogar entscheidend, so die kulturelle so Konkurrenz, die rund um unsere Identität so existiert, zu betrachten. Das innerhalb Österreich, wiederum als angesiedelter Tiroler, was der Tiroler vom Wiener sagt, und was der Wiener vom Tiroler sagte, ist, dass wir Bücher, wie interessant diese Bücher sind, ist eine andere Geschichte, aber das ist wohl bekannt, so auf beide Seiten, so wie hier, aber das ist überhaupt innerhalb Österreich. Es gibt österreichische Traditionen und hetzigerweise die österreichische Traditionen sind zu einem bestimmten Teil nicht deutsch im engeren Sinne, sondern österreichisch. Das ist, was die Frage nach der Identität so auf ein Kulturhistoriker, warum das auch ein Kulturhistoriker so zwingt. So nämlich es ist notwendig, sich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, weil so überall wir haben also eine Menge von kulturellen Traditionen und wiederum kulturellen Traditionen sind verschiedenster Art, die sind religiös. Es ist interessant, wir haben eine sehr, sehr reiche religiöse Geschichte, das heißt vom Standpunkt der Sozialgeschichte, solcher gesehen, aber von dem wissen wir eigentlich genau relativ wenig. Das wissen wir durch die Traditionen. Und das ist ein Beispiel von Traditionen, die unter Umständen äußerst wichtig werden könnten, die wir tragen, aber nicht an uns sehen. Danke, Herr Professor Janik. Herr Dr. Beller, Sie hatten sich zu Wort gemeldet und Sie sind direkt angesprochen worden als Kulturhistoriker. Bitte schön. It just struck me that there probably wasn't an Austrian identity in before 1918. There was an Austrian idea, maybe, and the Austrian idea was actually a multinational or pluralistic idea, which is very much what Professor Unbom was talking about, I think, at the beginning. And so to go from an Austrian idea, which is a multinational, which includes many national identities, if you want to call them identities, to an Austrian identity, which is a national identity,
is a very complicated and dialectical path. And in fact, the idea of identity, any national identity, and I think people have already spoken this, but I want to stress this, is a very, I mean, Ruth Vodak is completely right. It's a very fuzzy idea but everyone assumes that there is an identity, that, you know, you have a national identity. But there is the law of the identity, the law of identity, it's either A or not A, and it can't be both, right? Right, Alan? Yes, that's law of identity. Well, that is not what people are. That is not what the constituents of any nationality are. They aren't all the same, and they're not all one thing. They're many things. So therefore, the whole idea of identity is actually very, which I think is also what Gail was talking about, it is very, very misleading and difficult to deal with, because you're always talking about one thing. And we shouldn't be talking about one thing. We should be talking about traditions. We should be talking about a concept of the nation, which is inclusive or exclusive or whatever, right? But the idea that everyone has to be the same and everyone has to assimilate or fit into one identity is, of course, A, not particularly helpful, and B, impossible, I think, in the end. So, if the Austrian identity, or maybe the Austrian identity should be replaced by the Austrian idea again, which is ironically, is the Austrian idea is rather close to the European idea, right? Unity and diversity and so on and so forth. And I think, you know, we're all here, kind of the whole idea of Central Europe, or Mitteleuropa, I should say, was also very much about that, right? So this is the irony. This is what's so ironic about Austrians today having such a strong national identity, which is that it kind of goes against a lot of what the Austrian history is all about, which is more about the Austrian idea than an identity, seems to me. Danke, Herr Botschafter-Briggs. Lässt sich Identität auch aus einer Rolle des Opfers gewinnen? Die Moskauer Deklaration der Alliierten aus dem Jahr 1943 hat Österreich für viele Jahrzehnte zum ersten Opfer des Hitlerfaschismus hochstilisiert, und Österreich hat nach dem Krieg und in den ersten Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg mit dieser Opferrolle relativ gut gelebt. Die spätere Abkehr von diesem Opfermythos zu Beginn der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts war Voraussetzung für eine neue und für eine sehr reflektierte Herangehensweise an die gegenwärtige österreichische Identität. Inwieweit hat diese Abkehr von dieser Opferrolle zu einer Stärkung einer Willensnation Österreich beigetragen? Also ich glaube zunächst einmal, dass der Opfermythos eine ganz gute Strategie ist, um eine nationale Identität aufzubauen und zu beschreiben. Aber dass es nicht gut ist, daraus eine offene, tolerante, erfolgreiche Gesellschaft zu bilden. Das Beispiel Ungarn muss ich hier nicht wiederholen. Und Österreich war eben in seiner Geschichte im 20. Jahrhundert auch in einer vergleichbaren Situation. Viele Österreicher haben sich schon nach dem Ersten Weltkrieg als Opfer der 14 Punkte des Präsident Wilson, nicht anschließen dürfen als Deutschland gesehen, dann als Opfer der Nazis, danach als Opfer von vier Besatzungsmachten, die 10 Jahre in Österreich gewesen sind. Und da hat man sich ganz gemütlich eingerichtet, aber das ist nicht durchgängig aufrechtzuerhalten gewesen. Und ich glaube, da ist schon das Besondere dran. Und da kommt auch die jüdische Frage herein. Weil es war nicht zuletzt die altösterreichischen, mitteleuropäischen jüdischen Traditionen, die inzwischen über die Nachfahren, jüdischen Nachfahren über die ganze Welt verteilt waren, die verlangt haben, dass die österreichische Identität anders sein muss als nur cisalpine Alpentrottel, die nichts für ihre eigene Geschichte können. Und da, wenn man dran denkt, wer auch wieder die Diskussion um die Wiener Jahrhundertwende nach Österreich gebracht hat, waren das eben auch sehr viele von jenen, die sie von außen wieder hereingetragen haben.
Es waren nicht die jungen österreichischen Studenten, die plötzlich in den 70er Jahren verlangt haben, dass wir eine tolerante, offene Nationsdiskussion führen müssen, sondern das kam über Intellektuelle von außen herein. Und der zweite Punkt ist, wir haben auch diese Hinwendung zu einer mitteleuropäischen offenen Diskussion auch jenen zu verdanken, die hinter dem Eisernen Vorhang bis 1989 das österreichische Erbe als etwas gesehen haben, was ihnen schon eine liberale, tolerante, bürgerliche Alternative zum Kommunismus versprochen hat. Ich habe das sehr oft erlebt, wie diese Argumente gebracht wurden in Ungarn, in der Ukraine, in Polen, in der Tschechoslowakei. Also wenn man so will, ist die Tatsache, dass es diese vielen Brechungen gegeben hat, die Möglichkeit gewesen, eine stärkere österreichische Identität auszubilden, als wir es in dem gemütlichen Opfermythos nach 1945 konnten. Also da bin ich sehr froh, dass das möglich gewesen ist. Aber ob das jetzt für die österreichische Identität noch gilt, wie gehen wir damit um, dass wir 20% inzwischen Menschen in Österreich haben, die eine fast außereuropäische Tradition mit sich gebracht haben. Nicht nur Türken, Syrer, afghanische Traditionen, tschetschenische Traditionen. Wie gehen wir damit um? Wir verkraften es offenbar gerade noch, dass wir Minarette und Moscheen errichten dürfen. Aber selbst da haben wir schon Identitätsauseinandersetzungen jeglicher Art. Da muss man schon sagen, ich denke, die Tatsache, dass in Österreich Minarette errichtet werden und Moscheen errichtet werden, im Gegensatz zu manchen Ergebnissen in der Schweiz zum Beispiel, wenn man um das Moschee-Referendum denkt, das ja gegen die Minarette ausgegangen ist. Oder wenn man daran denkt, dass in Athen bis heute keine einzige Moschee bestehen darf, obwohl seit Jahrzehnten darüber diskutiert wird, weil eben in Athen hier scheinbar ein anderer kultureller und Traditionszusammenhang zu bestehen hat, dann ist Österreich eigentlich weiter, einen Schritt weiter als die anderen bereits. Und ich denke, das verdanken wir schon auch diesen multinationalen, imperialen, mitteleuropäischen Traditionen, die, und ich möchte noch einmal Friedrich Heer sagen, die Friedrich Heer ja verlangt hat, dass wir sie auch einbeziehen in unsere Diskussionen über die österreichische Nation und uns nicht nur auf Erwin Ringel und andere, die da so erklären, aus welchen Neurosen Österreich besteht. Danke, Herr Dr. Brix. Die Europäische Union unternimmt scheinbar oder anscheinend sehr viel, um eine europäische Identität zu initiieren. Das ist in vielen Programmen der Wissenschaft, der Kultur so. Eine Studie aus dem Jahr 1999 unter der Südtiroler Bevölkerung hat gezeigt, dass die Südtirolerinnen und Südtiroler sich weder als Italienerinnen und Italiener fühlen, noch als Österreicherinnen und Österreicher, sondern sie fühlen sich als Südtirolerinnen und Südtiroler. Das heißt, dass die von Ihnen, Frau Doktor, angesprochene regionale Identität, die Sie auch im Salzkammergut feststellen und so weiter, dass die ein sehr, sehr wichtiges Element ist. Ich würde Sie alle hier fragen, der Reihe nach, wie schaut denn das aus? Ist Regionalität ein neuer Zugang und ein bestimmender Faktor für eine moderne Identität und kann sie förderlich für die Entwicklung einer europäischen Identität sein? Vielleicht fange ich an, weil dieses Regionale ist nämlich insofern ganz wichtig, meiner Meinung nach, weil ist ja, das habe ich eben vorher schon gesagt, es ist ja absurd, ist zu fordern, dass man nur eine Identität haben darf. Das ist, glaube ich, das Grundproblem des Ganzen. Es kann doch einer gleichzeitig sein Südtiroler, er kann gleichzeitig sein Italiener, er kann gleichzeitig sein Österreicher, er kann gleichzeitig sein Nudel, was weiß ich, irgendwas. Es ist völlig egal. Das Problem besteht darin, wenn einer kommt und die Forderung erhebt, dass er sich auf eine Zukunft, eine allein die richtige sei. Das ist das Problem. Nicht, dass die Identität an sich, sondern die Idee, wenn ich jetzt sage, ich bin Österreicher, also ich bin jetzt im Jahrgang 74, also ich würde sagen, ich bin mal Wiener, dann fühle ich mich natürlich als glühender Europäer,
bin ein bisschen Österreicher auch, aber das beim Österreicher, da bin ich schon, denke ich schon ein bisschen drüber nach. Dann fühle ich mich natürlich dem ganzen Raum verpflichtet. Und wenn man mich dann sagt, naja, bist du jetzt Österreicher? Sage ich, ja, also ich habe den österreichischen Pass, aber ich bin auch Österreicher. Aber also wenn ich mich jetzt, wenn ich jetzt überlege, wo ich jetzt meine Fackeln hinstecken dürfte, wenn ich nur eine habe, dann würde ich sagen, dann bin ich in erster Linie natürlich Europäer. Weil ich fühle mich dem gesamten europäischen Kulturkreis verbunden. Und jetzt kommen wir zu der Verzwergung. Und ich möchte gerne zwei Beispiele bringen, wie Gesellschaften auch kippen können. Allein an dieser entscheidenden Frage und an der sich dann, aus der sich dann Konstruktionen ergeben. Das sind ja alles nur Kopfkonstruktionen. Das eine ist etwas, was ich mit einer lieben Freundin in Ungarn sehr lang diskutiert habe, nämlich das Kippen vom ungarischen, offenen, ungarländischen Konzept, das es im Anfang des 19. Jahrhunderts war. Also jeder, der in Ungarn lebt, ist Ungar. Was für die, ja, für, also alle, die da in diesem großen ungarischen Land gelebt haben, irgendwie okay war. Also Slowaken sind damit klar gekommen, die Rumänen, dann der Banat ist ja sowieso drunter und drüber gegangen. Also das hat funktioniert. Und Ungarn war ein Einwanderungsland. Und es kippt im 19. Jahrhundert, indem von ungarischer Seite die Forderung erhoben wird, dass das Magyarentum, eine völlig hypothetische Erfindung, so ähnlich erfunden wie die Schotten, plötzlich das nationale Selbstbild ist. Und alle, die da nicht hineinpassen, sind infolgedessen auch keine Ungarn und müssen magyarisiert werden. Das konnte ja nur scheitern. Nicht mit dem Resultat, dass alle, die sich jetzt plötzlich ausgeschlossen gefühlt haben, letztendlich dann sich für irgendwelche anderen Nationen entschieden haben. Und viel rezenter ist das Ganze ja jetzt in England passiert, wo ja plötzlich also riesige Unterschiede zum Kontinent aufgebaut wurden in den Köpfen, wie behaupten die Engländer seien vollkommen anders. Und sie suchen etwas wie nationale Selbstbestimmung. Naja, was soll denn das bitte sein, nationale Selbstbestimmung? Die Selbstbestimmung, das brauche ich ja nur Kant lesen, um zu wissen, dass es Selbstbestimmung totale nicht geben kann, es sei denn, ich bin derjenige, der mit der Knarre am Tisch sitzt und alle anderen müssen nach meiner Pfeife tanzen. So funktioniert das aber interessanterweise nicht. Weil interessanterweise setzt sich kaum jemand zu jemand an den Tisch, der dort mit der Knarre sitzt und herumballert. Man wird es vorziehen, diesen Herrn zu meiden. Und man sieht ja auch, was der Herr Trump jetzt gesagt hat. Das ist ja das Gleiche. Die Logik, nur die Logik erscheint so schlüssig. Wir sind jetzt groß. Nein, nein, das Ganze geht nach hinten los. Aber es ist ein natürlich so langsamer Prozess, dass es die Menschen im ersten Moment nicht merken. Erst wenn es zu spät ist und der Prozess abgeschlossen ist und die ganze Sache kollabiert, dann kommen sie drauf, dass sie am Holzweg waren. In Ungarn ist das halt 1920 passiert, in Engländern passiert es dann jetzt im Laufe der Zeit, wenn sie sich vollkommen marginalisiert haben. Und die USA, erleben wir auch, haben in den 5 Jahren von der Regierung Trump so ein dermaßen viel an Autorität und Einfluss eingebüßt, dass es für sie Jahre kosten wird, den wieder aufzuholen. Also Nationalität so gedacht, oder besser gesagt das Konzept, denkt man es weiter, dieses Hervorkehren von Einzelindividualitäten, von Muss-Bestimmungen im Gegensatz zu Kann- oder Soll-Bestimmungen führt immer dazu, dass das Individuum sich irgendeinem größeren, größer gefühlten Konzept unterordnen muss und damit können nicht alle Individuen das ausschöpfen, was sie vielleicht könnten, müssten sie es nicht tun. Dementsprechend ist die Frage, also ich bin auch beim Professor Janik, dass die Frage nach der Identität und der Nationalität oder überhaupt ist so, dass wenn man sie anfängt zu stellen, damit eigentlich erst die Schlangengrube so richtig aufgemacht wird. Also ich halte sie, es ist glaube ich besser, man sagt, die Frage stellt sich gar nicht. Sie ist völlig irrelevant. Das Individuum soll sich entwickeln, wie es sich entwickelt, sage ich jetzt als Liberaler. Danke, Herr Gaugusch. Dr. Beller, die Vielschichtigkeit der Identitäten. Wenn ich Sie ansehe, Angloamerikaner, Historiker, der sich sehr viel mit mitteleuropäischen Themen auseinandersetzt. Und wie schaut das aus? Vielschichtigkeit der Identitäten. Sie müssen sich ja, wenn man Ihre Bücher anschaut, auch in all diese Menschen hineinversetzen können, was Ihnen sehr gut gelingt. Was halten Sie davon? Was Herr Gaugusch gesagt hat, Identität ist immer etwas sehr Komplexes, das sich aus verschiedenen Ebenen, aus verschiedenen Bereichen zusammensetzt. Right. Well, I think what I understood from Georg Gaugusch, I completely agree. The point is that
that identity is it's as if we're little islands, right? Each to ourselves, and we kind of are atomistic beings going around, kind of bumping into each other, or not in the era of social isolation, but social distancing. But of course, that's not true. I mean, we are all the products of connection, not identity, but dualities, right? At the very least, given that we all have two parents, so it's about, it should be about connection, and that's why I think we should go back to something like the Austrian idea rather than Austrian identity, because it was a very strong thing to have this idea of multiplicity being, you know, comprehended. And that's true of the United States to this day, right? It's a pluribus unum. And it's also about Europe. And that's why I think regionality, which can undercut nationality, I think has its plus sides, because you often would then appeal to the European level precisely because you get out from under the level of nationality. So I think that's one of the great advantages of the European Union. It's precisely that it allows different levels of identification. Let's get away from the word identity. Let's get to things like identification or connection or understanding or comprehension, right? Because that's what we're talking about, right? What do we belong to? Where are we situated in the world? And what do we belong to? What are we connected to? And we all belong in some way to some kind of national group, but we also belong to so many other things, whether it's, you know, gender, race even, right? Or culture, religion, and so on and so forth. And these are all things that no single national identity can really comprehend. So I would plead for something other than identity, I suppose. Identities is good, but it's not quite there, because it's more complicated than just identities. Herr Professor Janik, Sie können das aus amerikanischer Sicht, Sie können das aus europäischer Sicht betrachten. Eine europäische Identität, entwickelt sich eine europäische Identität? Ist es sinnvoll, dass sich eine europäische Identität entwickelt? Was sind die Parameter, an denen diese europäische Identität aufgehängt werden kann? Ja, zur Identität möchte ich eines sagen. Nach 20 Jahre von Diskussionen über Probleme, identitätsbezogene Probleme mit einer schwedischen Ethnologin, die eigentlich Französin ist, aus einer adligen Familie übrigens, sind wir draufgekommen, Identität ist letztendlich ein Geheimnis, ein Mysterium. Das passt alles zusammen in eine grobe Art und Weise, was Georg Jarosch und Stephen Beller gesagt haben. Ja, die Identität zu stiften, was Europa einmal wollte, ich bin sehr skeptisch über was Europa heute will und kann, aber einmal, es war eine Frage, so, wie kann man eine europäische Identität schaffen? Und zu diesem Problem gibt es keine einfache Lösung, aber es gibt etwas, das man sehr stark zur Kenntnis nehmen kann, nämlich, dass Identität hat immer mit Partizipation an etwas zu tun. Ich kann mich nicht mit etwas identifizieren, wenn ich nicht Teil an Feiern, an Trauer, an Katastrophen und so weiter nehmen kann. Und Europa hat begonnen, so zuerst sollte die Kultur, die Song Contests
uns vereinigen. Dann sollten die Rondellen uns vereinigen. Und ja, am Schluss, und das ist übrigens sehr, sehr wohl entwickelt in die Schriften von Luke von Middelaar. Hermann von Rompuy ist Sekretär, der auch Philosoph und Soziologe ist. Das ist ganz toll wissenschaftlich zusammengefasst. Aber im Grunde genommen, wir kommen zurück. Warum gibt es keine europäische Identität? Weil der normale europäische Bürger seine Stimme nicht direkt hören lassen kann. Das ist alles alles wird vermittelt durch bestehende Strukturen. Europa hat keine neue öffentliche Dialogstrukturen geschafft, wobei normale Menschen so zum Wort kommen können. Eigentlich ist was die Traditionen, die wir diskutiert haben, betrifft, sie haben Raum für Leute gemacht. Wahrscheinlich, weil sie nicht politisch waren. Weil die Politiker sehen alles zu schwarz-weiß hier. Ungarn ist ein Beispiel, es wird mehrere geben. Man muss einen Spielraum finden, seinen Weg in der Gesellschaft teilzuschaffen, teils zu erwerben. So. Danke, Professor Janik. Frau Dr. Arnbohm, wenn man das jetzt auf lokaler Ebene betrachtet, Sie haben sehr viel über lokale Kulturtraditionen publiziert und so weiter, trägt lokale Identität zu einer europäischen Identität bei? Kann sie beitragen? Ja, ich glaube, ich bringe jetzt einfach so ein bisschen Beispiele. Ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass diese lokale und sehr regionale Identität eigentlich diejenige ist, die die Menschen immer geprägt hat. Ich glaube, das ist überhaupt keine neue Entwicklung. Wenn ich das jetzt nur nachschaue, ein St. Gildner ist ein St. Gildner. Der ist ja nicht einmal Salzburger. Also ich glaube, genau das ist der Punkt, die eigentliche Identität von vielen, oder nicht Identität ist das falsche Wort, das Zugehörigkeitsgefühl, um das vielleicht mal so zu sagen, ist ein sehr regionales. Und ich muss mich selber an der Nase nehmen, ich würde nie sagen, ich bin aus Währing, sondern ich bin aus Pötzlensdorf. Das ist ein Unterschied, so absurd das klingt, das ist ja derselbe Bezirk. Also sogar innerhalb von Wiener Bezirken gibt es unterschiedliche Zugehörigkeitsgefühle. Und es gab ja viele Studien, die besagt haben, dass durch die EU die nationale Identität eigentlich abnimmt, sondern die regionale Identität viel mehr Bedeutung gewinnt und zugleich die europäische Identität oder Zugehörigkeit steigt. Ich glaube, der zweite Punkt hat bis jetzt noch nicht so hundertprozentig funktioniert. Was aber funktioniert, ist die total regionale Zugehörigkeit. Und das finde ich ja eigentlich problematisch, wobei, wie gesagt, bin da selber um nichts besser. Ich meine, ich bin ja halbe Schwedin, das sage ich zwar immer, aber ich bin Wienerin im Grunde. Und man muss ja eigentlich immer nur sich selber anschauen. Wir sind alle wohl aus Familien, gerade diese österreichischen Familien, die sehr gemixt sind. Da gibt es ein bisschen Ungarn und da gibt es eine jüdische Großmutter und da gibt es verschiedene Identitäten oder kulturelle Zugehörigkeitsgefühle, die man hat und halt in sich vereint. Und das ist bei jedem eine andere Mixtur. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel mit Schweden vergleiche, sind die Traditionen sehr anders. Und man hat immer jetzt die ganze Zeit gesagt, die Schweden und der Sonderweg der Schweden. Ja, die Schweden sind einfach anders. Ein Österreicher würde, auch wenn ich jetzt sage, das hat offenbar ja auch nicht so gut funktioniert dort, aber ein Österreicher braucht mehr Vorschriften. Fertig. Die Schweden sind irgendwie vernünftiger. Die sind auch so relaxed an der Grenze des Wurstigen, aber die gehen ganz anders mit den Dingen um. Und deswegen ist das natürlich auch so schwierig mit der europäischen Identität, weil ein Nordeuropäer und ein Grieche
Ja, ich würde sagen, da liegen im wahrsten Sinn des Wortes Welten dazwischen, kulturelle Traditionen, die vollkommen anders gelaufen sind. Und das war natürlich, und da kommt jetzt wieder die Monarchie ins Spiel, das war einfach anders. Da sind sehr viele Traditionen von Haus aus oder schon lange gewesen, da gewesen. Auch, ich meine, das klingt jetzt so banal, allein, dass alle Bahnhöfe gleich ausgeschaut haben. Allein, dass Helmer und Fellner so wahnsinnig viele Theater gebaut haben. Also auch dadurch kann man natürlich eine Zusammengehörigkeitsgefühl, sage ich jetzt mal, schaffen. Aber ich glaube grundsätzlich, dass die Identität immer extrem stark regional geprägt war. Immer. Das ist weder alt noch neu, sondern das ist, glaube ich, etwas, was einfach offenbar menschimmanent ist. Ja, pardon. Herr Botschafter Briggs, Ihnen darf ich die letzte Frage des heutigen Tages stellen. Werden wir uns in absehbarer Zukunft irgendwann als Europäer identifizieren, eine europäische Identität haben? Macht es einen Sinn, eine solche Identität? Kann eine solche Identität nur wieder als Willenskundgebung, als Zustimmenskörper bestehen? Sie haben vor längerer Zeit einmal mit Professor Altermatt ein Buch herausgegeben, Schweiz und Österreich, eine Nachbarschaft in Mitteleuropa. Und da hat Professor Altermatt in seinem Beitrag geschrieben, die Schweiz ist das Paradebeispiel einer Zustimmensnation, Eidgenossenschaft, durch einen Schwur, durch einen Eid sozusagen, hat man sich verpflichtet, dort zusammenzuhalten. Und was die schweizerische Nation ausmacht, ist, dass sie im Inneren von größter Heterogenität ist, so wie Herr Gaugusch das vorhin gesagt hat. In der Schweiz ist es notwendig, dass sich deutschsprachige mit französischsprachigen, mit italienischsprachigen Bürgern zusammenraufen, zusammensetzen. Es ist notwendig, dass sich Katholiken und Protestanten, die alle Kantons überschneiden. Es geht die Sprache, die Religion, es geht alles Mögliche kantonsüberschneidend durcheinander. Und das wurde als Paradebeispiel von Altermatt dargestellt. Die Schweiz funktioniert nur deshalb, weil jeder in verschiedenen Sachfragen genötigt ist, mit anderen Gruppen zusammenzuarbeiten. Und das hält das Ganze am Laufen. Kann das kein Vorbild für Europa sein oder für eine europäische Identität? Große Frage, aber ich glaube, anders werden wir es als Europäer nicht schaffen, eine gemeinsame Identität aufzubauen. Ich sehe überhaupt keine Chance, dass wir entwickeln können, ein gemeinsames Wertesystem, an das wir uns alle als Hauptloyalität halten werden. Unsere Loyalitäten werden lokal, regional, national und hoffentlich teilweise europäisch bleiben. Das sehen wir bei jeder Krisensituation, die wir sehen. Die Covid-19-Krise, da hat plötzlich der Nationalstaat wieder aufgeblüht. Er hat versprochen, dass er die Betten in den Krankenhäusern reserviert. Und das hat nicht Europa gemacht. Das hat auch nicht die lokale Traditionszusammenhang sicherstellen können, sondern da hat der Nationalstaat wieder seine Dominanz gezeigt. Ich glaube, das wird auch in Europa bleiben. Aber wenn man den Ernest Renan im 19. Jahrhundert liest, was für ihn die Nation war, dann sagt er ja, wenn man etwas gemeinsam erreichen will, sozusagen eine Willensnation. Und da gibt es schon ganz gute Chancen, weil wir Europäer doch spüren überwiegend, dass wir etwas gemeinsam nur erreichen in diesem geopolitischen Umfeld China, Russland, Amerika, wenn wir als Europäer das anstreben. Und da gibt es sehr praktische Bestandteile, die irgendwie nichts mit Kultur an sich zu tun haben. Aber allein die Tatsache, dass wir unsere Grenzen nur schützen werden, wenn wir sie gemeinsam schützen, gegen wen wir sie immer schützen wollen, ist ein Beispiel. Oder dass wir Handelsverträge nur dann erfolgreich mit anderen Regionen abschließen werden, wenn wir gemeinsam auftreten, zeigt doch, dass dieses Europa
bei allen unterschiedlichen Traditionen, die man aufrechterhält, eine Chance hat und eigentlich das Einzige ist. Also was wollen wir denn gemeinsam erreichen, ist für mich der entscheidende Punkt für jede kollektive Identität, für jede kollektive Identität. Und da, ich überlege mir, als die Amerikaner in den 60er Jahren irgendwie offenbar ein politisches Problem gehabt haben, hat man dem Kennedy eingeredet, wir wollen auf den Mond. Wir Amerikaner werden gemeinsam erreichen, dass wir den ersten Menschen auf den Mond schicken, auch da ging es natürlich um die Sowjetunion auch. Also sie wollten etwas gemeinsam erreichen. Für einen kleinen Österreicher ist es schwer. Wir werden nicht die Ersten sein, die einen Österreicher auf den Mars schicken. Das heißt, wir sollten uns was anderes überlegen, was wir denn gemeinsam wollen. Und mir gefällt das, was wir heute auch diskutiert haben, sehr gut, dass wir eine Kulturnation sein wollen. Da haben wir Traditionszusammenhänge, die einen Sinn machen. Da werden wir international so wahrgenommen. Da haben wir Gott sei Dank eine lebendige Szene, die in sich sehr unterschiedlich ist. Ich gehöre nicht zu den cisalpinen Alpentrotteln, aber ich gehöre zu den Donauösterreichern. Also diese Unterschiede spielen ja auch eine schöne Rolle. Ich freue mich schon wahnsinnig sehr auf die neue Ausgabe von Felix Mitterers Piefke-Saga zum Beispiel. Also da haben wir offenbar etwas anzubieten, ohne dass wir gleich einen Menschen auf den Mond schicken müssen. Also ja, ich glaube, Identitäten haben immer mit Grenzen zu tun, wir werden die kollektiven Identitäten auch behalten. Ja, ich stimme allen zu, dass das Besondere daran liegt, dass man diese Grenzen so macht, dass sie offen sind, dass man auch mehrere Identitäten haben kann, dass man sie ausleben kann, dass die Politik sie nicht verhindert, dass man sich nicht reduzieren muss auf eine. Aber letztlich, glaube ich, muss man schon gemeinsam etwas wollen. Und das wird davon abhängen, will eine Mehrheit der Europäer gemeinsam etwas erreichen oder nicht. Ich glaube aber, da haben die Österreicher ganz gute Voraussetzungen. Ich fürchte nur, mit meinem Beitrag habe ich zum Scheitern dieses Gespräches beigetragen, weil wir, glaube ich, alle derselben Meinung waren. Also ich glaube, Gespräche können prinzipiell nicht scheitern. Ich habe sehr viel gelernt aus der heutigen Diskussion, dass man nicht über eine österreichische Identität diskutieren kann. Wir haben aus allen Beiträgen der Diskutanten gehört, wie vielschichtig der Begriff Identität besetzt ist. Und das gibt uns aber die Möglichkeit, die wir heute, die sogenannte österreichische Identität, nur peripher anreißen konnten, dass wir in weiteren Hintergrundgesprächen den Begriff Identität aus verschiedenen Perspektiven her weiter beleuchten können. Ich darf uns weiterempfehlen, wir werden jetzt Sommerpause machen und nach dem Sommer werden wir mit durchaus interessanten Themen wieder hier auftreten. Vielen herzlichen Dank allen, die heute dabei waren. Dankeschön.